Okay, wir springen einfach richtig hart rein, ohne Intro, ohne alles, weil wir gerade am Set sind und nicht so mega viel Zeit haben. Es gab ziemlich viele Fragen, stimmt drei, zum Kamerasetup, was ich die Tage vorgestellt habe. Mit der Frage, warum und wie und was, und ich wollte da einfach noch zwei, drei Sachen erläutern, wie wir unser Set heute haben. Vor allem, weil Lisa heute Funkschärfe zieht. Und ich dachte, vielleicht kann man einfach spannend noch was zu sagen. Ich finde es zumindest spannend. Ich bin ein bisschen gehetzt, wir sind gerade in der Pause, gleich geht's weiter. Ja. Heute wieder vloggen? Was jetzt aber bis jetzt noch nicht so viel gevloggt eigentlich. Lass mal hier. Ja, lass mal die Leute sehen. Hast du mal noch ein bisschen Vlog? Haben wir noch Vlog da? Es darf nicht dein eigenes sein. Welches Department ist das Beste beim Film? 3, 2, 1. Ton. Hey, gar kein bisschen. Was sagst du? Ich würde sagen Regie. Hey, Joscha. Hi. Welches Los. Department am Set nervt am meisten? Requisite und Maske. Oh. Das hat nicht persönlich nehmen, das hat mit dir nichts zu tun. Aber soll ich das nicht persönlich nehmen? So spektakulär schlechte Requisiten. Also wir haben mal einen Spielfilm. Okay. Lisa, ganz natürlich Schärfe ziehen, ja? Ja, warte. Weißt du, vor der Sprecher. Wow. Das ist so krass. Es ist so, das Bild ist so scharf, Alter. So scharf, oder? Ist scharf. Oh, krass. Hallo, hi, grüß dich. Ich versuche mich gerade in die Rolle reinzufinden. Und zwar spielen wir für National Geographic. Die Jungs haben einen riesen Deal gemacht. 1981, Lech Walesa gründet die Solidarność. Ja? Ja, ich weiß, ihr wisst nicht, was das ist. Googelt das mal gefälligst. Wie geil ist Abbau? Oh Gott. So fühlt sich das also an, wenn jemand mit einer Vlogkamera auf einen zugerannt kommt. Krass. Nee, Abbau ist eigentlich gut. Vor allem, weil ich in der Regel einfach das so mache, dass ich mir die Vlogkamera schnappe, Leute interviewe und dann muss ich beim Abbau nicht helfen. Jetzt wurde mir diese Pflicht heute mal entnommen. Guck mal, der Vic. Ich hab ihn! Ich muss arbeiten! Halt den Fels! Ich muss arbeiten! Ich muss arbeiten! Ja! Schlag ihn! Ja. Was ist das Blödeste an deinem Job? Dass man 5000 Stimmen gleichzeitig im Kopf hat. Also, am Set. Hat das was mit deinem Job zu tun? Was ist das Blödeste an deinem Job? Ja, ich habe jetzt heute zum ersten Mal Schärfe gezogen. Und das Schlimmste ist so, wenn auf 1,4 die Blende steht und man verkackt das so. Und man weiß es und der DOP weiß es auch. Und dann merkt man so, wie die Blende geschlossen wird. Und auf der einen Seite ist man dankbar, auf der anderen Seite ist man so ein bisschen beschämt und denkt so, fuck. Ja. Ja, und Joscha, was ist das Schlimmste an deinem Job? Die hier. Das hier, das ist das Schlimmste. Ich hab eigentlich den Job toll, aber das Schlimmste. Er ist das Schlimmste. Sissi Mel am Set, das Schlimmste. Ja, geh mal kurz. Steffi. Ja, ja. Welches Department redet am Set während der Takes am meisten? Ich? Maske. Natürlich, wisst ihr doch. Überraschend ehrlich. Ich war so, ey, könnt ihr mal bitte die Klappe halten? Und dann gucken die mal so, als hätte man sonst was gesagt. So. Ja, sorry. Ey, ich hab deine Oma erschossen. So ist der Blick so. Ja, was denn? Ja, also dieses und bitte, das lernt man auch erst so nach 6 Jahren Set, dass man dabei nicht mehr reden soll. Tschüss. Welches Department hat die besten Schuhe an? Definitiv Kamera. Okay, abseits von Kamera. Technik. Ich muss jetzt auch ganz schnell. Technikmenschen haben immer die schönsten Schuhe an. Okay, Arbeitsschuhe. Die schönsten, ah. Tschüss, Marius. Gehst du? Ich geh jetzt. Vic, ich habe bestimmt noch eine Frage für dich über. Alle gibt's noch, komm. Nicht Kamera. Wer hat die besten Frisuren am Set? Safety Ausstattung. Tschüss. Welche Departments kommen gar nicht miteinander klar? Ton und Licht. Warum? Ich stehe immer da, wo das Licht steht oder andersrum. Das Licht will immer dahin, wo ich stehe. Info, Jula hat heute Ton gemacht. Das ist, glaube ich, wichtig dafür. Dreh ist vorbei. Ich wollte aber ja eigentlich über das Thema Kamera, Rigging und Co. nochmal sprechen. Eine Frage, die kam zu dem Setup, was ich gestern vorgestellt hatte mit dem Mars M1. Zusatzmonitor, wo ich 3 Monitore ja in dem Setup hatte, war, ob nicht 2 reichen würden, warum ich denn 3 brauche. Ich habe immer einen externen Monitor an meinem Setup dran. Einmal zum Schärfeziehen, zum tatsächlichen Bild beurteilen, für Vollskala-Belichtung, dies, das, jenes. Das sind oft Funktionen, die auch im Kameramonitor vorhanden sind, aber der Kameramonitor ist in der Regel so derbe klein und die Funktionen sind oft super basic. Das heißt, ein externer Monitor ist für mich safe. Pflicht. Ich habe sehr lange 7 Zoller nicht benutzt, weil wir nur einen Shogun 7 haben, was gleichzeitig ein Recorder ist, der A
ja, für meine Zwecke nicht mehr so ganz geil ist und B ist einfach schwer. Und jetzt haben wir diesen Small HD Cine 7 und der ist einfach saumäßig leicht. Der wiegt halt nur so viel wie ein 5 Zoll Rekorder, wenn nicht sogar weniger. Viel angenehmer fürs Setup. Das heißt, die zwei brauche ich zwingend fürs Arbeiten, weil hier dann auf dem Kameramonitor die ganzen Einstellungen sind, die Menüs. Das heißt, immer wenn ich an der Kamera was erstellen muss, ist da alles drauf. Und auf dem externen wirklich nur das freie Bild, beziehungsweise eben mit den Belichtungstools und Co., die ich benutze. Und auf dem dritten Monitor das Bild von Joscha. Das ist dementsprechend Pflicht. So, wir haben jetzt heute, und das ist das Geile an den Sachen, wie wir arbeiten. Wir haben ja sehr, sehr viele Drehs und oft wissen wir im Vorfeld, wenn die nicht so stressig werden, können wir mal was anderes ausprobieren. Heute war das für uns der Fall, dass wir gesagt haben, wir nehmen das dicke Rig, wir probieren es mal aus mit der Funkschärfe, die Nucleus M, Tilter Nucleus M, haben wir schon super lange, hatten wir uns damals für Gimbal-Aufnahmen geholt und Co. Und haben die jetzt heute mal auf Wunsch von Lisa, die gerne mehr Schärfe ziehen möchte, einfach mal so angebracht und tatsächlich auch vom Stativ aus benutzt, was für mich erstmal saumäßig ungewohnt ist, weil ich bin, seit ich angefangen habe zu filmen, immer am selber Schärfe ziehen gewesen. Ich habe nie die Schärfe jemand anderen ziehen lassen, außer bei Gimbal-Shots, wo es zum Beispiel nicht anders ging. Und es war heute wirklich das erste Mal, dass ich Lisa das habe machen lassen. Super ungewohnt für mich. Gibt ein paar Für und Widers, auf die ich jetzt nicht eingehen will, aber es hat auf jeden Fall mega gut geklappt. Props an Lisa, Hashtag des Tages, Schärfe saß immer. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, Lisa, wie war eigentlich Schärfe ziehen für dich heute? Ja, also Schärfe ziehen für mich war sehr, sehr cool. Für mich war es ein großer Erfolg, weil ich es machen durfte. Dadurch, dass Maurice ja bislang immer selber Schärfe gezogen hat, hatte er vielleicht auch so ein bisschen Trennungsschwierigkeiten. Von daher mega cool, dass es heute geklappt hat und ich die Möglichkeit hatte, es zu machen. Ich freue mich, das häufiger zu machen, darin noch besser zu werden und freue mich, das mitzunehmen. Eieiei, habe ich jetzt überhaupt irgendwas gesagt? Ja, doch. So, dann kam noch die Frage, was für einen Remote-Follow-Fokus wir empfehlen können. Wir selber nutzen, wie gesagt, den Tilter Nucleus M. Das ist das einzige Remote-System, was wir haben, dementsprechend auch kennen. Aber ich würde sagen, es hat eigentlich gut funktioniert, oder? Ja, hat gut funktioniert. Wir hatten einmal das Problem, dass die nicht anspielbar war. Ne, ja, aber da hatte ich sie einfach nicht angemacht. Wir hatten ja den Akku vorher gewechselt. Gut. Direkt vorm Take und dann habe ich vergessen, die wieder anzumachen. Und das war witzig, weil ich irgendwann dachte so, komm Lisa, die Schärfe kriegst du. Und ich war so, warum passiert nichts? Und dann irgendwann gucke ich so zu ihr rüber und sie meint, ich kann nichts machen. Und dann gucke ich so, ah ja, ist aus. Es war ein bisschen dumm, passiert. Aber sonst muss ich sagen, ist die gut. Die ist jetzt nicht unbedingt low-budget, aber es gibt auch mittlerweile eine low-budgetäre Version. Das ist die Nucleus Nano, glaube ich, heißt die. Und das ist dann einfach für so Single-Shooter und Leute, die ein bisschen weniger Budget haben. Ja, was auch noch echt cool war, ich habe teilweise dadurch, dass das Motiv sehr eng war, habe ich im Nachbarraum gesessen und da die Schärfe gezogen. Und das war überhaupt kein Problem, was die Funkverbindung angeht, sowohl vom Monitor her, als jetzt auch von der Funkschärfe, war alles super und hat 1A funktioniert. Das heißt, ich musste nicht direkt neben der Funke hier hocken, damit das funktioniert, sondern ja. Nice. Ich hole mal noch kurz die Fragen raus. Hier kam nämlich Lisa, glaubst du, Fokuspullen wird eines Tages durch Autofokus überflüssig? Ja, das ist ja so eine Frage, die man sich immer öfter stellt und auch bei uns in der Firma häufig diskutiert wird. Ich persönlich bin der Meinung, dadurch, dass sich die Filmbranche eh sehr, sehr langsam ändert, in jeder Hinsicht, wird es noch einige Jahre dauern, wo der Autofokus überhaupt nicht eingesetzt wird. Gerade an sehr großen Sets wird die Funktion des First AC, des Fokus-Pullers, noch sehr lange geben. Davon bin ich überzeugt. Von daher freue ich mich umso mehr, es machen zu können. Was übrigens auch mit daran liegt, dass es nach wie vor keinerlei Anzeichen dafür gibt für Cine Primes mit Autofokusmotoren. Und solange das nicht kommt, wird es logischerweise gar nicht passieren. Und wenn das kommt, dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Lisa, andere Frage, ja, die auch kam. Was macht mehr Spaß? Große Sets oder Run and Gun? Mal so, mal so. Ich finde ja gerade die Abwechslung sehr, sehr cool. Wir machen sehr häufig Run and Gun. Und dementsprechend freue ich mich enorm, wenn es große Sets gibt. Gerade weil es so abwechslungsreich ist und ich es auch total gerne mag, mit vielen Leuten am Set zu arbeiten. Ich mag es einfach, diese Interaktion miteinander und das Arbeiten mit vielen coolen Leuten. Aber eben auch das Arbeiten im kleinen Team hat auch total viele Vorteile, gerade wenn man so eingespielt ist in der Firma. Läuft super. Ich finde es mega geil, weil ich glaube, Lisa ist mittlerweile gar kein Verhältnis mehr dafür, was Run-Gun heißt.
Und du weißt wahrscheinlich, so ein Dreh wie heute ist Run and Gun, oder? Ja. Ja, witzig. Ich glaube, für viele Leute wäre das schon ein großes Set. Aber so ist es. Alles klar, wir machen jetzt Feierabend, sagen vielen lieben Dank und bis morgen dann wahrscheinlich. Bis morgen. Ah nee, es ist jetzt Freitag, wenn der Vlog online kommt. Schönes Wochenende, bis Montag. Tschüss. Ciao, ciao.